trennen wir uns. Wie gesagt, zwei Gruppen. Eine rüber, eine hier. Und tauschen nachher aus. Ja, also wenn Agility drüber fertig ist oder solche Hardware drüber fertig ist, tauschen wir einfach die Gruppen aus, sodass jede Gruppe beide Abteilungen mitkriegt. Ganz zum Schluss werden wir noch ein bisschen was zu uns machen. Das heißt, ihr solltet kurz zu uns vorkommen an die Kalkulade drüber, in der Ortsgruppe Rhein-Sieg-Lauftal. Und ja, da hören wir machen jetzt einfach mal weiter. Ja, dann machen wir mal das Gott miteinander. So, wie ihr ja alle wisst, gibt es die Beise und wo nicht Beise. Und da sollte es sich halt ein kleines bisschen richtig veralten, damit ein Hund auch immer groß ist irgendwo und dann der Hund auf einen zu, dass man sich da richtig verhält. Ich lese jetzt mal die Regeln so vor. Wenn er einkaufen geht, kann den Hund außer hinbinden, laden. Der Hund muss sich dann oder soll sich dann ruhig verhalten, sollte da rumspinnen und an jedem Hochhopfer und nicht jeden anfallen, den umeinander machen, so. Sollte es eigentlich nicht sein und soll auch, wenn er durch die Stadt läuft, einigermaßen mit seinem Führer oder der Führerin, Besitzer, mitlaufen. Und das zeige ich jetzt immer. Man raucht zu, es kommt dann ein Laufschritt, ein langsamer Schritt und dann muss man so Kurve, Windungen mit einbauen und der Hund muss dann auch ohne Kommando, wenn sie anhalten, hinsitzen. Die läuft jetzt, das sind sie wild und macht von links rum, die anderen macht es nachher anders. Wenn wir beides haben, oder? Ja, das ist ein Heizstein. Thank you.
meistens versteckt und der Hund muss allein liegen bleiben. Und ist jetzt wie bei der Begleitung, muss auch zuerst die Strecke rauf und runter laufen. Und dann kommt da der Sitz und das Platz kommt da ein bisschen anders. Und dann kommt dann kein. Hört. Und die Hunde bleiben da also alle liegen. Auch wenn wir mit hingehen, natürlich nicht, wenn es 30 Leute hingehen, aber so wollen. Dann kann man mal freilaufen, der will nichts von einem. Normal kommen jetzt da noch zwei mit der Pistole, zwei Schüsse dazu. Aber das können wir nicht zeigen, weil es lieber welche Hunde sind, die da empfindlich sind zum dem Schießen. Das ist halt bei so VPG ist das vorgeschrieben. Die dürfen sich da nicht verschrecken, die dürfen nicht weggehen damit. Kommt der Sitz, lauft er natürlich. Der war jetzt noch nicht in der Stimmung, wo der Sitz drin ist. Er hat also immer das Auge in der Beziehung erfasst. Allerdings ist einfach den Grünen schon höher.
Den Hund kann man mit streicheln, das ist also keiner, wo da so aggressiv ist, dass sich der rumdreht und uns den Hund verloren hat. Trotzdem.
dass du sie dran im Auge behalten. Da kommt jetzt, wenn er nochmal den Bogen gemacht hat, kommt da jemand rein. Das ist ein Angriff auf den Hundeführer oder die Hundeführerin. Komm, geht runter. Ah! 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 Ah!